Puh. Ich habe mal gehört, bei langfristiger Isolation soll man wohl ein bisschen merkwürdig werden. Also, ich kann das jetzt nicht bestätigen. Ich fange heute mal ein bisschen schneller an, mit mir selber zu reden, als letztes Mal. Ja, das ist eine gute Idee. Ich führe Selbstgespräche. Ja, ich werde alt. Ich weiß. Immerhin habe ich hier angenehme Gesprächspartner. Ja, der Meinung bin ich auch. Ja, definitiv. Ach, jetzt haltet einfach mal die Klappe. Wenigstens bin ich nur ein bisschen bekloppt. Glaube ich, hoffe ich. Aber es gibt Menschen, da müssen wir uns mal drüber unterhalten. Es gibt Menschen, die sind dumm. Die sind wirklich dumm. Es tut mir wirklich leid. Ich habe keinen anderen Begriff dafür. Ich will auch jetzt nicht unbedingt, dass der Begriff wertend ist. Aber die sind einfach dumm. Ich weiß, es ist so eine Art Volkssport geworden, dass man so alle anderen oder die meisten der anderen, die sind ja dumm und man selber ist so in dieser Elite, die die Welt versteht. Oder glaubt, die Welt zu verstehen. Dem will ich mich überhaupt nicht anschließen. Es geht mir hier auch um was völlig anderes. Und auch nur um einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz aller Menschen. Also es sind nur ganz wenige, vielleicht 2 bis 4 Promille, so ungefähr. Und das hat nichts mit Alkohol zu tun. Ich meine, das kann jeder im Internet beobachten. Ein klassisches Beispiel. Wenn da Leute Artikel vom Postillion für bare Münze nehmen und entsprechend mit 12.000 Ausrufezeichen kommentieren. Oder ja, die Erde ist flach und ich gehöre zu der Elite, die das erkannt hat, und alle anderen sind dumm. Solche Leute meine ich, die dumm sind. Aber okay, da kann man immer noch sagen, okay, man weiß nicht, ob das jemand ist, im Vollsuff geschrieben hat. Oder ob er da, aus welchen Gründen er es falsch verstanden hat. Oder ob das einfach fake ist, was da gerade bei den ganzen Flat-Assern zum Beispiel, glaube ich, dass da 99% fake sind, die sich einfach drüber amüsieren, wie doof die Leute da sind. Und sich vielleicht ein bisschen aneinander selbst hochgeilen. Und so gelegentliche Aussetzer hat jeder. Ich habe den jeden Morgen, wenn ich aufstehe und zur Kaffeemaschine laufe, also falls nicht meine Frau zur Kaffeemaschine läuft, mir mit meinen ersten 3, 4 Gehirnzellen, die gerade so aktiv sind, den Kaffee aufsetze, das auch irgendwie halbwegs hinkriege, weil die 3, 4 Gehirnzellen, die sind schon ganz gut drauf trainiert, das zu machen, und dann die Kaffeefilter nehme und in den Kühlschrank stelle. Das passiert. Da mache ich auch niemandem einen Vorwurf. Ich meine wirklich permanente Begriffsstutzigkeit und ein mit der Welt nicht klarkommen, weil man mit der Welt nicht wirklich kommuniziert. Und auch mit sich selber nicht. Ein Beispiel. Ich habe mal in einem Parkhaus gejobbt. Und also Parkhaus, das ist die Sache, ne? Viele Parkplätze drin. Man fährt rein, da ist eine Schranke, da gibt es so einen Kasten, einen großen grün blinkenden Knopf. Da drückt man drauf und dann kriegt man ein Ticket oder ein Chip oder was auch immer und dann geht die Schranke auf. Klar. Gut. Also in besagtem Parkhaus, wo ich gearbeitet habe, sind täglich etwa 2000 Autos rein und raus gefahren. Von diesen 2000 Fahrern und Fahrerinnen waren jeden Tag 2 bis 4, hing offenbar vom Wetter ab, nicht in der Lage zu verstehen, was sie machen müssen, wenn sie da jetzt reinfahren. Die standen vor der Schranke und wussten nicht, was jetzt zu tun ist. Neben ihnen dieser große grün blinkende Knopf und haben sich gewundert, warum die Schranke nicht aufgeht.
Den kleinen schwarzen Knopf, wo Hilfe dran steht, der einen mit dem Kassenhaus verbindet, den haben sie alle gefunden. Also, wo ich dann 2 bis 4 Mal am Tag mir habe anhören müssen, wieso geht denn die Schranke damit auf? Und da das ja schon tägliche Routine war, hat man dann in freundlichem Ton geantwortet, drücken Sie doch bitte diesen großen, grün blinkenden Knopf neben sich, kurbeln vielleicht sinnigerweise vorher die Scheibe runter, beziehungsweise die hat er natürlich runtergekurbelt, wenn er mit mir spricht, weil sonst hört er mich nicht. Und im Überwachungsmonitor konnte ich dann jedes Mal beobachten, wie sie diesen Knopf drücken, diesen Chip nehmen und zu ihrer absoluten Überraschung ging dann tatsächlich die Schranke auf. 2 bis 4 Mal am Tag von 2000 Autofahrern. Die fahren Auto. Die haben einen Führerschein. Wie? Woher? Wobei ich schon gelogen habe. Denn diesen kleinen schwarzen Hilfeknopf, den finden tatsächlich nicht alle. Es kamen aber noch immer wieder Fälle, wo plötzlich jemand vom Kassenhaus stand und sagte, Entschuldigung, wir stehen da vor der Schranke in der Einfahrt und die geht nicht auf. Was müssen wir denn da tun? Und diese Homo sapiens sind noch klüger als diejenigen, auf die ich erst aufmerksam wurde, weil im Überwachungsmonitor, wo man ab und zu mal einen Blick drauf wirft, mir auffiel, dass da immer seit Ewigkeiten das gleiche Auto steht, nein, dasselbe Auto sogar steht, und wo einfach nichts passiert. Steht da so vor der Schranke. Gehört haben sie mich natürlich nicht, wenn ich die gerufen habe, weil die hatten ja die Scheibe zu. Also bin ich zu denen hinter und habe gefragt, gibt es ein Problem? Ja, die Schranke da geht nicht auf. Haben Sie es schon mal mit diesem grün blinkenden Knopf hier probiert? Oh, und die Schranke ging auf. Homo sapiens, das heißt sowas wie kluger Mensch. Aber was will man dazu sagen? Es gibt heutzutage halt einfach so viele Menschen, dass notgedrungen ein gewisser Prozentsatz dazu davon halt einfach nicht mit heutigen Dingen klarkommt. Ist ja nicht schlimm. Wenn man mit den heutigen Anforderungen nicht klarkommt, dann sollte man diese einfach nicht machen. Manche Leute sollten dann halt ganz einfach nicht Auto fahren. Oder YouTube-Kommentare schreiben. Es ist ja auch nicht schlimm. Wirklich nicht. Jeder Mensch, egal auch wenn er mit sowas nicht klarkommt, verdient denselben Respekt wie alle anderen auch, ganz prinzipiell. Das ist nicht intelligenzabhängig oder von sonst irgendwas. So Leute sollten einfach gewisse Dinge sein lassen. Ich gehe ja auch nicht ans Kernforschungsinstitut CERN oder in meine Autowerkstatt und sage den Leuten da, wie sie ihren Job tun sollen oder dass ich den dann mache. Würde ich nicht tun. Und so Leute sollten dann so Dinge halt auch nicht tun. Wie Auto fahren. Oder YouTube-Kommentare schreiben. Ja, ich weiß. Kommentare über eigene YouTube-Kommentare auf dem eigenen Kanal. Ganz schlechter Stil. Ja, ich weiß. Aber versteht mich bitte nicht falsch. 1998 von 2000 Kommentaren jeden Tag von euch sind wirklich spitze, sind klasse. Auch und gerade die negativen. Ja, wenn jemand was bei uns zu kritisieren hat, was schreibt, das ist totaler Scheiß, was ihr da gemacht habt. Solange es gut ausführen kann, belegen kann, begründen kann, ist der Tonfall uns relativ wurscht. Wichtig ist irgendwo der Inhalt und dass niemand persönlich beleidigt wird. Da greifen wir dann schon mal ein. Aber gerade solche Kommentare sind super. Weil von solchen Kommentaren lernen wir auch. Es gab ja auch schon einige Fälle, wo wir gesagt haben, oh, stimmt, habt ihr recht, haben wir nicht aufgepasst. Passiert. Und während die positiven Kommentare, ist klar, darüber freuen wir uns tierisch, das zeigt uns irgendwo, warum wir das hier auch machen. Und ist Teil des Spaßes für uns auch.
Also so oder so, 1998 von 2000 Kommentaren sind absolut super. Aber ich meine was völlig anderes, wirklich was ganz anderes. Also dazu hätte ich auch gerne eure Meinung. Und die ist mir dann auch wirklich wichtig. Und zwar würde ich wirklich gerne wissen, wie man mit so etwas umgeht, was ich euch jetzt beschreibe. Und davon handelt die heutige Folge im Wesentlichen. Also wir hatten den Fall, dass ein Autofahrer kommt in ein Parkhaus, steht vor einer geschlossenen Schranke, neben ihm ein Knopf mit Gebrauchsanleitung in 12.000 Sprachen. Das Ding blinkt wie blöde in grün und er hat keinen Plan, was er tun soll. Und wir können uns mit solchen Geschichten über solche Leute amüsieren. Zu Recht. Das ist doch genau die gleiche Situation wie das, was wir jetzt mit dem relativ aktuellen Video über den Clone Wars Pilotfilm erlebt haben. Eigentlich hätte es von uns ja nie diese Rezension geben sollen. Hatten wir, vor allem ich, absolut keinen Bock drauf. Null, nada. Weil, hat mich nie angesprochen, ich bin offensichtlich keine Zielgruppe davon. Deswegen hatte ich da keinen Bock drauf. Für mich zählen einfach die Filme, die waren als erstes da, und zwar in allen Fällen. Und diese ganzen Spin-Offs, das ist irgendwo, um Geld zu machen, was wir auch belegt haben. Jedenfalls haben wir das auch irgendwo öfters mal gesagt, ja, kommt mit euren Clone Wars, ist nicht unseres. Aber dann wurde immer wieder in Videos von uns, von euch, oder nicht von dir oder von ihnen, sondern allgemein von Zuschauern, die kommentiert haben, mit den Clone Wars argumentiert. Und nicht nur argumentiert, sondern auch, guck doch mal, die Clone Wars, die sind viel besser als die Prequels. Und Clone Wars. Und wir hatten direkt am Anfang des Clone Wars Pilotfilm-Videos erklärt, dass wir es nicht machen wollen. Und dass wir aber, weil wir so oft darauf gestoßen sind, dass ihr mit den Clone Wars argumentiert habt und die so toll findet, oder viele von euch so toll finden, dann haben wir halt gesagt, gut, wenn ihr die so oft als Argumentationshilfe benutzt, dann haben wir den schwarzen Peter in der Hand, dann müssen wir drauf eingehen. Dann müssen wir was über die Clone Wars machen. Auch auf euren Wunsch, es haben sich auch viele gewünscht, dass wir das machen. Okay, machen wir genau deswegen, damit haben wir begründet, dass nicht wir das unbedingt machen wollten, sondern aus den Umständen heraus, wie sich die Diskussion ergeben hat und aus euren Wünschen heraus. Okay. Und ich meine, dann sind wir noch so nett und fügen eine Verrisswarnung am Anfang ein. Achtung, wer sich den Film nicht verderben will, nicht durch Spoiler, sondern auch nicht durch, weil man was Schlechtes drüber sagt, hier ist eine Verrisswarnung auch noch, denn das hier, diese Rezension hat sich als kompletter Verriss rausgestellt. So nett sind wir. Tja, und dann kommt ein Kommentar. Also den Kommentar, den ich jetzt zitiere, den gibt es da tatsächlich, den könnt ihr nachlesen. Es sei denn, der User wird den vielleicht aus Scham oder so hinterher, wenn er das jetzt gesehen hat, falls er es gesehen hat, löschen. Da muss ich nachgucken, Moment. Ja, was schreibt der Mann? Also da kommt dieses Kommentar. Jetzt muss sogar schon eine Animationsserie für Kinder mit Ausrufezeichen als Ventil herhalten. Weil ein paar OT-Fanatiker nach fast 20 Jahren noch immer nicht ihre Enttäuschung über die Prequels verarbeiten können. An der Stelle, wo ich das gelesen habe, das erste, was mir einfiel, war dieser Erzähl-mir-nix-Comic. Falls ihr es kennt, Erzähl-mir-nix, super lustig. Ja, scheiße gezeichnet, aber super lustig. Dieser Erzähl-mir-nix-Comic, wo sie ein grünes Quadrat zum Verkauf verkauft und der Kunde sich dann beschwert, dass es grün war bei Lieferung und eckig. So ungefähr. Da ist man in einer Diskussion um Star Wars Inhalte, kriegt dauernd die Clone Wars an die Backe geschmiert, ja? Aber die Clone Wars, schaut die Clone Wars!
Und ja, dann zerlegt man endlich die Clone Wars, damit einfach Ruhe ist. Und dann heißt Mi, Kinderfilm, Mi. Und ich fand solche Kommentare auch außerhalb der YouTube-Plattform, in Foren, wo wir verlinkt wurden und so, genau der gleiche Ton irgendwie. So in etwa, Mi, ernsthaft, die verreißen eine Kinderserie, Mi. Also, das Problem habe ich, glaube ich, angesprochen, das ist verständlich, warum diese Kommentare irgendwo, warum wir da sitzen und sagen, habt ihr nicht aufgepasst? Aber sowas gab es schon öfter mit anderen Fällen. Und wäre es nur das, würden wir heute keine spezielle Folge darüber machen. Denn da steckt wesentlich mehr dahinter, hinter solchen Kommentaren. Das Problem an solchen Kommentaren und wieso ich die hier zum Thema mache, ist eben nicht, dass jemand was motzt, was eigentlich erklärt ist, sondern das Problem ist, was diese Kommentare auch sagen und implizieren, und zwar ganz deutlich implizieren. Sie sagen, wer Geschichten für Kinder schreibt, der kann gerne den letzten hirnlosen Rotz hinkotzen. Und das darf dann auch keiner kritisieren, weil es sind ja nur Kindergeschichten. Was erwartest du denn auch von Kinderfilmen? Kinder sind ja schließlich dumm und schlucken jeden Rotz. Und Kinder haben ja auch überhaupt keinen Anspruch. Ja, ich weiß ja nicht, aber vielleicht sollte man solche Leute, die sowas sagen, die solche Kommentare hinrotzen, oder hinschreiben, Entschuldigung, vielleicht sollte man die daran erinnern, dass Krieg der Sterne bis heute von George Lucas ebenfalls als Kinderfilm bezeichnet wird. Was er ja auch ist. Krieg der Sterne, mindestens Episode 4, auch 5 und 6 und erst recht 1, 2 und 3, sind Kinderfilme. Darf man diese Filme jetzt auch nicht kritisieren? Ja doch. Das Problem ist, da gibt es nicht viel zu kritisieren. Also zumindest an 4, 5 und 6 nicht. Die Filme waren einfach sensationell. Da gibt es nicht viel zu kritisieren. Kinderfilme waren es trotzdem. Ein Kinderfilm ist ja nicht deswegen ein Kinderfilm, weil er inkonsistente Handlung und plotgesteuerte Charaktere hat, die komplett eindimensional sind, wo einfach random Szenen aneinander geklatscht sind. So definiert sich ja nicht ein Kinderfilm. Ein Kinderfilm ist deswegen ein Kinderfilm, weil seine Handlung auch für Kinder, zu verstehen ist und spannend ist. Das kann auch für Erwachsene spannend sein. Und zu verstehen dann logischerweise normalerweise. Aber es kann auch für Erwachsene spannend sein. Ein Kinderfilm ist einfach auch für Kinder zu verstehen. Und hat nichts damit zu tun, dass man ihn nicht kritisieren darf oder dass er Inkonsistenzen haben darf. Das ist ein Kinderfilm. Und zu sagen, was machst du da rum, ist doch ein Kinderfilm. Und da stellt Kindern einfach pauschal Massendummheit, weil wer sowas sagt, outet sich auch selbst irgendwo als dumm, weil er damit zugibt, dass ihm oder ihr als Kind nicht auffiel, wenn irgendwelche Handlungsinkonsistenzen waren oder total abgelutschte Tropen, die man schon, einfach schon als Kind erkennt. Ja? Ich erinnere mich sehr gut daran, dass wir in der Grundschule, im Pausenhof, darüber kaputt gelacht haben oder uns aufregten darüber, als Kind nimmt man alles noch ein bisschen ernster, wie blöd die Bösewichte bei James Bond immer sind, die da in erstmal ihre Lebensgeschichte vor James Bond, der dann gefangen ist oder so, ausbreiten müssen, statt ihn umzubringen. Ja, uns als Kindern ist es aufgefallen. Oder wenn da Szenen, in denen ein Zeitlimit von 10 Sekunden war, wenn man auf die Uhr geguckt hat, meist so 30 Sekunden lang gingen. Das hat uns als Kinder schon beschäftigt. Fanden wir nicht so toll. Wir haben uns als Kinder auch überlegt, was hätten wir als Held oder als Bösewicht vielleicht getan? Wozu man ja die Handlung schon verstehen muss. Ja, Grundschule. Uns als Neunjährigen fiel das auf.
Und wir waren sicher nicht schlauer als andere Neunjährige. Ja, Kinder sind nicht dumm. Und auch Kinder haben Anspruch auf intelligente Geschichten, in denen die Figuren so handeln, wie es richtige Menschen auch tun würden. Also gesteuert von einer Intention, von etwas, das sie erreichen wollen. Andere Handlungen sind nämlich nicht nachzuvollziehen. Und genau das macht es auch überhaupt erst möglich, einer Handlung im Film zu folgen. Dieses Kinderfilm-Mimimi widerlegt sich ja außerdem vollkommen von selbst, wenn man mal drüber nachdenkt, eine Sekunde. Weil gerade wenn man sagt, dass Kinder Handlungen nicht so gut verstehen können wie Erwachsene, genau dann sollten Kinderfilme eine konsistente Handlung haben und nicht einfach irgendein random Bullshit aneinander rein. In Experimenten konnte auch gezeigt werden, dass zum Beispiel Babys durchaus erstaunt reagieren, auf jeden Fall deutlich anders reagieren, wenn in diesem Experiment etwas passiert, das sie nicht erwartet haben, das nicht logisch ist. Also bei Babys ist das sogar der Fall, ja. Und Babys haben jetzt nicht wirklich Erfahrung mit logischer Realität und so. Also dieses allgemeine Kinder für blöd zu halten oder junge Leute für blöd zu halten, das reiht sich halt ganz gut in dieses allgemeine Gejammere über die Jugend ein, die es da gibt. Die heutige Jugend, das ist ja das Schlimmste, was es überhaupt jemals gab. Da gab es noch ein paar Zitate im Moment. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Oder unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Oder der hier. Die Jugend achtet das Alter nicht, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen übernommene Werte. Eins noch. Azubis. Faul, ohne Disziplin, ohne Interesse. Ja, die heutige Jugend. Die Zitate stammen übrigens aus dem alten Babylon, Chaldea und von den Sumerern und von der deutschen Industrie- und Handelskammer. Sind 3000, 4000, 5000 und 3 Jahre alt. Ich krieg das Kotzen, wenn sich Leute hinstellen und sagen, Kinder und Jugendliche, samt Handschuhe, weil die sind nicht mehr aus dem Holz, aus dem wir waren, mimimimimi. Nein, gebt Kindern intelligente Geschichten. Geschichten, die sie fordern, die durchdacht sind, die sich der Autor mehr als nur einmal durchgelesen hat, die auch von anderen ein paar Mal hat querlesen lassen, die er dann lange korrigiert hat und sich nochmal Gedanken drum gemacht hat und alles. Geschichten, die eine gewisse Konsistenz haben einfach, ja, und daraufhin quergelesen wurden, bevor man den Murks veröffentlicht. Gute Geschichten schreibt man nicht einfach so, die schreibt niemand einfach so. Gute Geschichten, richtig, die ganz richtigen Klassewerke, die reifen über viele Jahre, wo sich der Autor immer wieder hinsetzt und weiterschreibt, neue Ideen reinbringt, korrigiert und so Zeug. Faust ist ein Lebenswerk von Goethe, ja. Aber auch Krieg der Sterne hat Lucas und Kurtz innerhalb in einer Spanne von Jahrzehnten fast geschrieben. Aber ja, merkt ihr was? So viel Sorgfalt passt halt nicht in die Filmindustrie da drüben überm Teich. Ach, das so viel Sorgfalt, das kostet ja Zeit und Geld. Nein, das machen wir ganz anders, weil wir können das machen wie bei den. In der Popindustrie zum Beispiel, wir sind nicht darauf angewiesen, dass da ein Talent daherkommt, wo wir einen Vertrag mitmachen und dieses Talent, das richtig tolle Ideen hat, wird zu einem Star. Nein, das können wir anders machen, weil wir folgen einfach Standardrezepte, wir haben, engagieren einfach irgendwelche Produzenten und produzieren das so nach Standardrezepten. Und vermarkten das auch und wir brauchen einfach nur noch ein paar hübsche Jungs und Mädchen, die da halt singen und tanzen und gut ankommen. Mehr brauchen wir nicht mehr. Und genauso ist es da auch. Wir stricken einfach Geschichten nach altbewährten Rezepten, gut gegen böse, mal mehr, mal weniger Grauschattierung, was dann immer als sensationell gilt, wenn man
tatsächlich persönliche Tiefe reinbringt, so ein bisschen zumindest Motivationen klarlegt. Das gilt dann ja schon als tolle Grauschattierung eines Charakters. Dann am Ende eine Endschlacht oder ein Endkampf, in dem viel Action dann ist. Wir quetschen noch eine Romeo und Julia Story rein. Yay! Und dann haben wir schon ein Skript, das richtig Geld bringt, schnell geschrieben ist und ja, den Autor halt nicht allzu lange beschäftigt. Und damit es auch für Kinder ist, also damit man sieht, dass es für Kinder ist, klatschen wir noch ungeheuer fantasievolle Wesen rein, lassen das Ganze in Narnia spielen und Könige, Prinzessinnen und der ganze Quatsch wird auch noch in CGI produziert. Jetzt ist es ein Kinderfilm. Aber halt, damit es auch als hochwertiger Kinderfilm angesehen wird, backen wir noch ein paar Referenzen an alte Klassiker rein, an alte Filme, die dann wiederum nur Erwachsene verstehen können, was eigentlich den Sinn des Kinderfilms dann konterkariert. Aber so haben wir auch noch eine größere Zielgruppe insgesamt. Ja, ich habe eine Überraschung für euch. Geschichten sind nicht deswegen fantasievoll, weil Fantasiewesen drin vorkommen oder es in einer Fantasiewelt spielt. Geschichten werden auch nicht erwachsen, dadurch, dass man altes Zeug dauerreferenziert. Geschichten werden fantasievoll, indem sie Neues und Unerwartetes in die Handlung bringen. Zeug, das den Zuschauer überrascht, das ihm die Welt im eigenen Geist irgendwo offenlegt, was vielleicht sein könnte. Star Wars kann das sehr gut. Die ganzen offenen Fäden von Episode 4 haben es überhaupt erst möglich gemacht, dass 5 und 6 so gedreht werden konnte. Das gleiche haben sie mit Episode 7 jetzt im Prinzip gemacht, was von vielen heute jetzt wieder kritisiert wird, weil das ist ja völlig unklar. Ja, genau, und? Ist in Episode 4 auch alles unklar? Oder die Motivation von Chirrut und dem anderen Idioten in Rogue One. Wir erfahren über die ja gar nichts. Ja, über Han Solo und Chewbacca erfahren wir in Episode 4 auch nichts. Also, Filme werden dadurch fantasievoll, indem Neues reinkommt, man Dinge bewusst offen lässt und nicht einfach, indem man eine Standard-Fantasy-Story erzählt mit Gut gegen Böse und Endschlacht. So funktioniert fantasievoll nicht und erwachsen werden Geschichten auch nicht, indem kein wahlloser Scheiß reingebacken wird, sondern indem das Ganze einfach zusammenhängend ist. Und da kann auch ein Kinderfilm erwachsen sein. Und Krieg der Sterne ist ein erwachsener Kinderfilm. Den kann sich jeder angucken. Ja, und die Sache mit dem Neuen, Überraschenden, das ein bisschen aufs Hirn fordert. Oder meinetwegen einfach nur den What-the-fuck-Faktor fordert. Das klappt auch bei Kindern, die nicht viel kennen und die Handlungen auch nicht so gut verfolgen können. Wir haben ja mal Aufnahmen von Kindern in eins unserer Videos gepackt, wo sie Episode 5 gucken, die Szene mit Darth Vader, dieser berühmte Star Wars Spoiler. Schaut euch mal die Kinder genau an. Die sind von dieser Szene absolut gefesselt. Die hocken da und sind an ihr Sitzstück festgenagelt, mit den Augen, am Fernseher auch. Ja, die sind davon gefesselt. Seltsamerweise nicht von einem 20 Meter durch die Luft springenden Yoda. Überlegt mal, warum. Lucasfilm ging halt einfach her und sagte, wir müssen jetzt eine Serie oder wir wollen jetzt eine Serie für Kinder machen. Und deswegen, weil sie für Kinder ist, muss sie dümmer sein als die ganzen Star Wars Filme davor. Die eigentlich ja auch für Kinder waren. Aber die Kinder von damals sind heute längst alle erwachsen oder stehen sogar kurz vorm Rentenalter. Und deswegen haben die das nicht mehr so im Kopf, dass es eigentlich auch Kinderfilme waren. Und die haben das verdrängt. Deswegen müssen heutige Kinderfilme dann dümmer sein. Deswegen müssen wir die absichtlich dümmer produzieren. Und das ist echt beschämend. Das ist echt beschämend. Und hat uns, die wir jetzt ja auch die Clone Wars Serie rezensieren wollen, hat uns ein echtes Problem beschert. Hat uns ein riesiges Problem beschert. Ich muss das Ganze mal einleitend erklären. Ich hatte
die Clone Wars Serie vorher nie gesehen. Wie gesagt, ich habe mich nicht angesprochen gefühlt, überhaupt nicht. Bene kannte sie, Matze glaube ich auch. Für mich war es neu. Und jedenfalls, je mehr ich jetzt von dieser Clone Wars Serie sehe, Bene hat mich vorgewarnt, aber je mehr ich davon sehe, desto mehr muss ich ehrlich sagen, dass es sich falsch anfühlt, drauf einzuschlagen. Weil einfach immer offensichtlicher wird, dass diese Serie, die ist nicht für Star Wars Fans. Die ist auch nicht für Kinder. Diese Serie ist für Kleinstkinder, die nicht mal einer rudimentären Handlung folgen können. Die technische Qualität ist, also zumindest in den ersten Folgen, schon mal deutlich schlechter als noch im Pilotfilm. Und der Handlungsbullshit ufert dermaßen aus, dass ich nicht weiß, wie man sowas noch verreißen soll. Wie will man sowas verreißen? Das macht es längst mit sich selbst oder will absichtlich in der Teletubby-Liga spielen. Erst recht, wenn wir das so machen wollen, wie das Review über den Clone Wars Pilotfilm. An der Originaltrilogie messen. Um Himmels Willen. Das ist wie wenn wir jetzt hergehen würden und würden Äpfel mit Pferden vergleichen. Und an der Stelle kann ich sogar wirklich verstehen, wenn dann Leute daherkommen, die sagen, wie blöd seid ihr eigentlich, ja? Ihr wollt allen Ernstes diese schnell und billig produzierte CGI-Serie anhand der epischen, in die Filmgeschichte eingegangenen Star Wars Kinofilme, vor allem Originaltrilogie, bewerten. Verrisse sind irgendwie cool, wenn sie Filme behandeln, die eine Fanbase haben, die von einem großen Teil der Zuschauer als total super betrachtet wird, was sie aber irgendwo doch nicht sind. Das macht Spaß, das hat einen Sinn auch. Und aber das sehe ich hier nicht bei der Clone Wars Serie. Wer außer Dreijährigen könnte diesen Rotz wirklich mögen? Und das versetzt uns jetzt in eine wirklich peinliche Situation. Es ist, als würden wir jetzt Teletubbies mit Herr der Ringe vergleichen und die Teletubbies dann auf Basis von Herr der Ringe komplett verreißen. Und aber der Punkt ist, Star Wars Fans haben auf unserem Kanal, in unseren Videos, dauernd, Dutzende Male reicht ja gar nicht, dauernd mit den Clone Wars, mit der Clone Wars Serie argumentiert. Offiziell richtet sich diese Serie sogar auch an junge Erwachsene. Was machen wir? Also müssen wir da durch. Da haben wir keine Chance. Zumal wir es gesagt haben. Und auch wenn die Kommentare halt schon absehbar sind. Mimimi, Kinderserie, Mimimi. Kinderserien müssen dumm sein, weil Kinder dumm sind. Und ihr verreist eine Kinderserie. Wie blöd seid ihr? Wisst ihr was? Ich habe neulich ein paar Folgen Heidi geguckt. Heidi, die Kinderserie aus den 70ern. Und ich kann nichts dagegen sagen. Das ist eine sehr einfache Handlung, die von Zweijährigen auch verstanden werden kann. Die für Erwachsene halt ein bisschen langweilig ist, aber ist schön gemacht. Ist unterhaltsam. Die Handlung ist okay. Die Serie ist okay. Also, wer eine Serie für Dreijährige machen will, der macht das bitte genau so. Ja? Und nicht Kinder für dumm verkaufen, indem man so inkonsistenten Quark zusammen mischt und zusammen manscht wie in den Clone Wars. Ja, das war's für heute. Als Fazit, bitte lest
oder hört zu, bevor ihr irgendwas macht. Bevor ihr an Parkhausschranken steht, lest doch bitte, was da steht an dem Knopf. Oder bevor ihr Kommentare schreibt, also an die 2 bis 4 Leutchen von 2000, bevor ihr Kommentare schreibt, hört genau zu, was da in dem Video wirklich gesagt wird. Und wenn ihr auf einem Zeichentrickschiff unterwegs seid und seht am Horizont so ein rechteckiges Ding, wo Radiergummi draufsteht, dreht bei. Und ja, Kaffeefilter gehören nicht in den Kühlschrank. Was machst du da eigentlich? Boah, dieses Arschloch hier von Elfenbeinturm Media, Alex oder wie er heißt, den bash ich jetzt voll, ey. Der hat mich hier echt als blöd hingestellt in dem einen neuen Video, wo er auf seiner komischen Insel da hockt. Also, der kriegt's jetzt richtig von mir ab, hey, das lasse ich mir nicht gefallen, ja? Der kriegt's jetzt so richtig, ja? Mit 12.000 Ausrufezeichen!